Liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen DAX-Check, quasi zum letzten in dieser Woche und deswegen natürlich bei mir Thomas Bergmann. Wobei, gestern hattest du den Max geschickt. Gucken wir uns an, was der DAX heute für uns zu bieten hat. Schauen wir mal direkt drauf. Da haben wir einen DAX, der so ein bisschen rumschwächelt, so ganz leicht zumindest. Yeah. Wir haben ja eigentlich die ganze Woche gewartet. Wir haben auf Mario Draghi gewartet und was war dann? Nicht so richtig viel, im Prinzip sind wir auf Oktober vertröstet worden. Genau. Das war die Aussage von Draghi. Er hat es auch nicht geschafft, den Euro schwächer zu reden. Der Euro-Dollar ist jetzt bei 1,2080 schon gewesen, neues zweieinhalb Jahreshoch. Und da wissen wir, starker Euro nicht ganz so gut für die deutsche Wirtschaft. Und entsprechend ja, hat es der DAX auch schwer, eben über diese 12,320, 12,340 zu steigen. Wir haben es jetzt aber auch gerade schon gesehen, als wir noch auf der DAX-Tafel drauf waren. Das Minus hat sich jetzt gerade schon wieder reduziert. Also so richtig wachsen die Bäume zwar gerade nicht in den Himmel, aber ja, richtig runter geht es aber irgendwie dann auch nicht für den DAX. Aus den USA gab es ja immerhin auch halbwegs Positives, doch kein Government Shutdown. Der Euro bleibt allerdings relativ stark. Was heißt das jetzt für die weitere Entwicklung? Ja, ich habe so ein blödes Gefühl, dass wir uns mit einer volatilen Seitwärtsbewegung noch ein bisschen rumeigern dürfen. Das heißt, dass wir wahrscheinlich eine Dauerschleife für die Sendung einrichten können. Wir haben ja, wie gesagt, auf der Oberseite hier im Bereich 12,3 sind da auf Schlusskursbasis eben die Widerstände. Und auf der Unterseite haben wir eben die 12.000-Punkte-Marke. Wir hatten schon mal eine Phase, 6 Monate, wo wir uns immer wieder über gleiche Marken oben unten unterhalten. Im Moment schaut es danach aus, als ob uns, wie gesagt, die Kraft fehlt. Da hindert uns der Euro dran. Auf der anderen Seite ist viel Liquidität im Markt. Draghi will weiterhin die Märkte mit Geld vollpumpen. Das Ganze ja, gleicht sich in einer gewissen Art und Weise aus. Und von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass es schwer wird, eben da oben rauszukommen. Mhm. Das gucken wir uns aber trotzdem, diese total spannende Entwicklung, noch in einem weiteren Chart an. Wie sieht es dann längerfristig aus? Ja, wir haben die 200-Tage-Linie erfolgreich verteidigt. Das ist schon mal positiv. Wir sind da nicht runtergefallen. Ist eigentlich eine gute Voraussetzung für eine neue Aufwärtsbewegung. Aber wie gesagt, da müssen wir ein paar Hürden eben überwinden, bevor es dann weiter nach oben geht. Da, wie gesagt, 12,320, 12,340, der Bereich ist doch scheinbar sehr massiv, der Widerstand aus charttechnischer Sicht. Ja, von daher brauchen wir ein bisschen Impulse. Ja eben, aber wo sollen die jetzt herkommen? Die ganze Zeit haben wir auf Draghi gewartet. Worauf warten wir jetzt? Auf den fallenden Euro. Dass er vielleicht oder auf einen stärkeren Dollar. Mhm. Unternehmenszahlen dauert noch ein bisschen. Da müssen wir uns noch vier Wochen gedulden. Wie gesagt, das kann schon noch eine Hängepartie werden für uns beide oder für die DAX-Checker, wo wir einfach noch ein bisschen Geduld haben müssen. Hängepartie ist auch ein gutes Stichwort, was das Produkt angeht, weil euer Short-Produkt ist ja jetzt ausgestoppt worden, dafür ist dann doch zu gut gelaufen. Jetzt habe ich gestern mit Max gesprochen, der hat gesagt, wenn der Draghi gesprochen hat, dann schauen wir uns ein neues Produkt an. Geschaut habt ihr, aber gefunden habt ihr jetzt nichts. Ja, weil wir gestern eben unter der 12.300 wieder geschlossen haben, habe ich gerade gesagt. 12.300 haben wir auf Schlusskursbasis mehrere Hochpunkte. Auf Intraday-Basis 12,340 scheint auch ein massiverer Widerstand zu sein. Jetzt haben wir uns festgelegt, sollten wir über 2,350 schließen, dann werden wir am nächsten Tag long gehen. Das Produkt werden wir dann auf der Homepage des Aktionärs oder per E-Mail-Newsletter rausschicken. Natürlich, wenn das Intraday mal über die 12,390 geht, ist ja das alte Hoch gewesen, müsste hier 12,390, dann gehen wir Intraday mit einem Produktshort, auch da können wir jederzeit reagieren, sind ja nah dran am Markt. Mhm. Und dann gibt es für die Leser des Aktionären ein Update, pass auf, dieses Produkt jetzt kaufen. Wir warten es auf jeden Fall ab. Bisschen Hängepartie ist immer. Thomas, schon mal danke für den Moment. Gerne. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen Dank und schon mal ein Hinweis, denn auch wenn gerade nicht so wirklich viel passiert am Markt, aber trotzdem, wir lassen uns davon natürlich nicht erschrecken, sondern im Gegenteil, gehen ab Montag dann beim DAX-Check live drauf um 9:30 Uhr. Bis dahin, machen Sie es gut, schon mal ein schönes Wochenende. Tschüss.